und zurück zu unserer kleinen Truck-Firma, LKW-Firma. Und ja, wir müssen jetzt so schnell wie möglich aber noch mehr Geld verlieren zum nächsten Schlafpunkt, sag ich mal. Könntest du hier bitte... Danke. So. Danke. Ist ja nicht so, dass wir nicht... Wirklich. Oh man. Ja, entschuldigt bitte. Mir ist wirklich der Fauxpas passiert. Dummerweise. Wartet mal. Ich glaube hier. Hier rein ging's, ne? Oder ging's vorne rein? Hier ist der. Ach nee, der vorne. Okay. Mist. Geht's hier. Geht's hier auch rein? Ist das hier auch eine. Ist hier auch eine Schlafgelegenheit? Also wenn das hier eine Schlafgelegenheit ist, dann. Nein, es ist natürlich keine. Ist logisch. Oh man. Idiot. Idiot! Oh nee, 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 nee! Ah, nochmal rangetapst. Oh man. Ja, entschuldigt bitte, ihr seht, ich bin ein bisschen im Stress hier, ne? Ah! Und nochmal. Und nochmal rangerammelt. Oh man. Das kostet uns. Wollen wir schauen, was am Ende von dem ganzen Mist übrig bleibt. Jetzt hat es uns echt nochmal richtig, richtig Geld gekostet, ne? Hier schon. So, jetzt erstmal schlafen. Und dann können wir uns um was auch immer kümmern. Opa! So, aus die Maus. Und schlafen. Wie viel? Wie viel soll das kosten? Aber so viel. Ah, doch, ja. Ich habe gedacht, weil wir ja hier in Kasachstan sind, kann ich einen Preis aushandeln, der ein bisschen gemäßigt ist, ne? Aber mit dem hier, der weiß ganz genau, dass ich in der Notlage hier bin, ne? Und die nutzt der total aus, ne? Oh, da drüben wieder. Oh, ein Güterzug. Oh, ein langer Güterzug. Ein echt langer Güterzug. Ne? Schau mal hin. Bahnt sich sein Weg, ne? Ja, puh. Wisst ihr, was es jetzt kosten wird? Wir werden es gleich sehen. Achtung. Ich sag's euch gleich. Es ist fast schon traurig. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir hin, wo wir als nächstes hin können aus Kasachstan raus. Oh, das war eine Fahrt, ne? Die hat uns einiges gekostet, sag ich euch. Ich werde euch gleich nochmal richtig begrüßen und dann gleich nochmal sagen, was los ist. Aber ich muss jetzt erstmal hier... Ich muss jetzt trotzdem erstmal hier die Reparatur abschließen und dann können wir, ne? Eieiei. Ach, du grüne Neun. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann noch nicht mal im Entferntesten hinschauen. So. Dann schauen wir uns die Sachlage mal ganz kurz an. So ganz kurz, ne? So, also, wir haben jetzt 334.000. Das mag zwar gut sein,
Aber es hätte um einiges mehr sein können. Oh, haben wir hier Geld gelassen? Mit der blöden Aktion. Und ihr habt ja die letzte Folge gar nicht gesehen. Hallo da draußen nochmal an den Bildschirm. Zurück in unsere kleinen LKW-Firma, wo wir mit unserem Volvo entlang globetrottern und einen MAN eigentlich wollen. Das ist so der große, das, was wir wollen. Ne? Aber, und das Problem ist eben das letzte Mal gewesen, dass ich habe geschnitten, ne? Also so das Video, und habe dann aber irgendwie vergessen, dass ich ja den zweiten Teil auch noch reinschneiden musste. Ne? Also ich gebe es wirklich offen zu, ich könnte euch jetzt die Story von der Maus erzählen, aber es war eindeutig mein Fehler. Also ganz eindeutig mein Fehler. Ne? Gut, wir schauen noch mal mit dem Radio. Sag mal, wäre das nicht auch schön, wenn wir vielleicht ein Radio hätten, was ein bisschen kasachisch ist oder polnisch von mir aus? Gibt es ein kasachisches Radio hier? Wahrscheinlich eher nicht, oder? The Wave, Cottbus, Energy, Mikrowelle. Wow, Tracks. Wollen wir schauen. Hier sind. Hier unten. Russisch. Da, ein russisches. Wollen wir schauen, ob wir ein russisches Radio reinkriegen? Ein Retro? Oder ein Rock? Radio Ultra. Komm, wir probieren mal. Wollen wir schauen, wie lange ich das aushalten kann, bis es mich nervt. Ne? So. Gut. So, wir schauen. Also in Kasachstan. Wo sind wir denn jetzt genau eigentlich? Ich habe irgendwie vollständig den Überblick verloren. In Kandiagasch. Puh. Ich glaube kaum, dass ich euch von Kandiagasch irgendwas zeigen kann. Aber okay. Sind wir in Kandiagasch. Ich schau mal, ob es tatsächlich irgendwas gibt in Kandiagasch. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber man weiß ja manchmal nie mehr. Was erzählen die eigentlich? Kann dir. Das hört sich nicht sehr freundlich an, was die hier spielt. Kaunas? Okay, ne, ne, ne. Also gefehlen Kaunas. Aha. Ja, merkt, ne? Wir sind voll im. Ja, aber. Kann die ja gar. Ja, hier gibt's anscheinend nichts. Kasachstan. Alka. In Alka. Warte mal, wir schauen mal, ob in Alka irgendwas ist. Nee, halt falsch rum. So, Alga. Bin mir nicht sicher. Aber halt, wir sind bei Karschung. Alga. Hier, Alga. Da könnten wir eine riesen. Oh, voll nach England rüber. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob das. Ach nee, nach Espanyol. Oh, das wäre natürlich. Von Kasachstan nach Spanien rüber. Ich meine, wir können uns doch Zeit lassen. Das wäre einmal durch, also durch alles durch. Jetzt mal ganz ehrlich, das wäre doch mal eine Fahrt. Hier geht es sowieso nicht weiter. Schaut hin. Ah, okay. Es gibt auch gar nichts anderes. Da mit so einem Ding hier. Los, das machen wir. Ja, das machen wir. Los, als Ziel einstellen.
Das wird, ich glaube, dann wird X4 ein bisschen auf sich warten lassen. Okay. Auf geht's. Ja, auf geht's. Auf geht's. Strategisch fahren, ne? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das was wird mit unserer strategischen Fahrt. So, mach dir mal auf. Danke. So, wir fahren. Haben wir eigentlich... Wie viel Uhr ist es denn? 20 Uhr. So, haben wir eigentlich... Nee. Ich wollte schon sagen, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Licht anmachen, ehe wir wieder irgendwas bekommen. Ja, und nach der Fahrt kaufen wir uns tatsächlich unseren MAN. Wirklich. Und wahrhaftig. Wenn wir mit dem Zug zurück nach... Demnächst rechts abbiegen. Nach Berlin reisen. Müssen wir halt machen, ne? Nützt ja nichts. Biege nach rechts ab. Und dann schauen wir, was wir dann wieder für Fahrten machen. Machen wir mal eine kleinere Fahrt. Ne? Vielleicht mal nach München runde oder so. Ach, schön. Ah! Entschuldigung. Gefährlich. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie viel darf man eigentlich hier fahren? Meine Guten. Sechs mir mal. Ist das ein Anhalter? Ist das gerade ein Anhalter? Oder der nur auf den Bus gehört? Ja, was? Ich bin natürlich wieder komplett ohne irgendeine Vorstellung, wie ich die Folge hier gestalte, reingegangen. Das heißt, wir müssen irgendwie über irgendwas labern. Ne? Ihr wisst ja, besten hier immer natürlich, hier werdet ihr nicht nur up to date gehalten, was meinen Kanal betrifft, sondern up to date. Also praktisch mehr als up to date. Ultra up to date. Wie weit ist denn das eigentlich bis zu diesem Alter? Ja, ich habe es auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber ich habe schon gesehen, dass... Oh. Dass hier die Lichter immer ein bisschen aufblenden, ne, wenn die da kommen. Das muss man einfach... Das hat vielleicht was mit irgendeiner Grafik... Links abbiegen oder, und dann rechts abbiegen. Oder irgendeiner Mod zu tun, ne? Nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Vanille ist. Was hier gleich? Wieder rechts? Biege nach rechts ab. Aha. Weiter. Wartet mal. Hier rein? Ist so ein Hotel, oder? Ach nee, ganz drin. Da müssen wir, ja rumfahren. Links abbiegen. Entschuldigung. Biege nach links ab. Oh, der erste Ruckler. Unser allererster Ruck, also meiner. Ich weiß nicht, wie weit ihr welche habt, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Immer geradeaus. Da hätte ich mir doch keinen Rock nehmen sollen. Ne? Da hätte ich mir doch eher Bob nehmen sollen. Oder Retro. Weiß nicht, ich glaube, hier ist 50. Demnächst links abbiegen. Ganz sicher. Was hier? Mitten in die Pampa rein? Wo? Wo jetzt? Ach da, okay. Biege nach links ab. Aha. Okay, kann ich. Ist fast kein Problem. Hier ist ja... Hier bin ich ja jetzt wirklich... Jetzt bin ich wirklich am Ende der Welt angekommen, oder? Ich nehme an, hier bin ich jetzt am Ende der Welt. So, da ist er, unser Freund. Ich habe ihn vorhin schon mal angerufen. Und der wird uns jetzt unseren Auftrag geben. Mal schauen, ob er vielleicht noch was hat, außer die Fahrt nach England. Weiß er manchmal nie. So, dann, bitte.
Nein. Dann nehmen wir den Auftrag an. Danke. Wann müssen wir eigentlich dort sein? Freitag. Okay. Ah, ich Dummkopf. Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ah, das mache ich aber noch. Meine Sprachausgabe. Das muss ich noch machen. Okay, jetzt nicht. Fahrt vorsichtig. Ich fahre mehr als vorsichtig. Wir werden aber, bevor ich das mache, erstmal unseren... Moment. Wo hole ich denn den? Hier drin oder was? Tatsächlich, Schütte. Muss ich jetzt echt da rein? Okay. Ist in Ordnung. Hat man auch noch nicht. Ach so, wir wollten... Ja gut, aber ich habe mein Fenster. Ach ja, ich wollte mal schauen, ob das mit dem Fenster funktioniert, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich als Kommandos genommen habe. Zeit zu gehen. Halt jetzt sie. Ja, das sehen recht wenig, ne? Aber okay. Cool. Aber cool ist. Warte mal, wir müssen schauen, dass wir hier rauskommen, ne? Moment, ne? Wie fahren wir denn da am besten? Wir sind schon so gut wie draußen. Dann kommen wir eigentlich nur hier rum. Wisst ihr? Kommt mal hinten. Also hier kommen wir schon mal rum. Kommt mal hinten um den ganzen Verein rum oder schaffe ich es vielleicht sogar, dass ich einfach... Oh, ich mache einfach hier eine Schleife. Klingt gut. So, bevor wir losfahren, muss ich nochmal meine Sprachsteuerung einschalten. Ansonsten wird das nämlich nichts hier. Ich sag's euch gleich. So. Gut. Probieren wir mal. Linkes Fenster auf. Linkes Fenster zu. Linkes Fenster zu. Zu geht nicht. Rechtes Fenster zu. Ah, ich hab's vertauscht. Wartet mal kurz. Linkes Fenster auf. Linkes Fenster zu. Okay. Okay. Wissen wir Bescheid, ne? So, ich brauche noch die Papiere. Rechtes Fenster auf. Rechtes Fenster auf. Schmeiß einfach rein. Okay. Rechtes Fenster zu. Okay. So, dann können wir. Aufregend hier. So, komm mal hinten rum. Das ist ein riesen... Route neu berechnen. Ja, was heißt das? Warte mal. Müssen wir eigentlich... Wo sind wir denn... Sind wir hinten? Nee, ne? Hier ist Quatsch, ne? Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hätte es sehen müssen. Es geht schon gut los. Dann müssen wir mal kurz... Demnächst rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Ja. Ja. So, jetzt sind wir schon mal auf einer Straße. Das ist in Ordnung. Gut.
immer geradeaus. Aha. So, nach England, ne? Juhu. Das, wir fahren praktisch, also, einmal durch Europa. Ja. Wenn es mal richtig bedenkt, einmal quer durch Europa durch. Immer geradeaus. Da vorne dann links, ne? Biege nach links ab. Aha. Pass auf, ich würde ein bisschen langsamer fahren. Da hinten ist allerhand dran. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt, oder was? Biege nach rechts ab. Aha. Holen wir ein bisschen aus. Aber das bringt sowieso nicht. Haben wir eigentlich, was haben wir noch im Tank? Nicht die Welt. Aber ich fahre trotzdem noch ein Stück. Demnächst links abbiegen. Nur gut, dass ich drauf geschaut habe. Ne? Links ab. Strategisch, ne? Nur gut, dass ich strategisch drauf geschaut habe. Ich habe gar nicht drauf geschaut. Wir fahren genauso Blödsinn wieder wie immer. Nur noch, dass wir russische Musik im Hintergrund haben, diesmal. Ansonsten ist das Gleiche. Sag mal, passt das mit unserem... Was ist das hier mit unserem mit unserem Navi? Demnächst links abbiegen. Ah, Bahn. Biege nach links ab. Okay. Ist in Ordnung. Ist ganz schön verwinkelt. Ganz schön verwinkelt in dem Kasachstan, ne? Ich habe natürlich auch keine Ahnung, ob wir wieder ein Problem mit der GEMA haben, ne? Mit der Musik, die wir haben. Wäre natürlich blöd, ne? Ich meine, wir haben es ja auf der leisesten Stufe, aber das hätte nichts zu sehen. Für mich klingt sie trotzdem recht laut im Ohr. Ich sag's mal, wie es ist. So, da vorne geht's. Ja, ist es irgendwie ein Kreis, oder? Ist eigentlich hier noch 60 jetzt? Ah, komm, wir fahren. Hier sind wir vorbeigefahren, ne? Achso, ihr wisst es ja nicht. Weil ich dummerweise ja den letzten Teil. Ja, ich verstehe schon. Es ist, wie es ist. Kannst jetzt. Ach doch, hier. 60 zu Ende. Juhu. So, hier vorne müssen wir jetzt nochmal schauen, was da passiert. Rechts jetzt weg, ne? Müssen wir uns gleich einordnen oder. Mach lieber mal. Hier jetzt weg, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oral. Aha. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich traue mich nicht so schnell jetzt hier rein, obwohl... Ist gar nicht so schlimm, die Kurve. Die Wetter ist jetzt schlimm. Schaut hin. Aber da kommen wir eigentlich. Müssen wir eigentlich gut schaffen, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ne? Also, was von den 200.000, die wir eigentlich jetzt bekommen würden, was am Ende dann bei meiner Fahrweise übrig bleibt. So, jetzt, ich glaube, jetzt fahren wir ein bisschen, ne? Da muss natürlich noch drauf, ne? Das
Ist das Polizei? Sieht so aus. Auftragsbeschreibung. Also, wir fahren einen Scorpion mit 21 Tonnen. So, wir haben es jetzt Freitag, ne? Das passt darüber. Wir müssen wieder dort sein, Freitag. Ich habe ja immer, das letzte Mal habe ich ja oben bei Dienstag geschaut, ne? Also von Freitag, wir fahren eine ganze Woche jetzt. Das ist ein richtig langer Auftrag, ne? Aber wir haben jetzt noch ziemlich lange Zeit. Aber hier ist ziemlich hell, ne? Sind es die weißen Nächte von Kasachstan? So, und dann müssen wir dort nach Teruel? Was soll denn das sein? Teruel. Habe ich noch nie davon gehört. Das ist eine englische Stadt, ey. Na gut. Bisschen Bescheid, ne? Dann ausblenden. Immer geradeaus. Ausblenden. Gut. So, dann können wir 80. Ich drück drauf. Bin konzentriert. Und dann geht's los. Ja gut, mit meinem Gelaber, was ich mache, bin ich natürlich nicht mehr konzentriert. Das ist klar. Ja, zurzeit. Wie gesagt, habe ich euch in einigen Videos schon gesagt, fahre ich alles ein bisschen runter auf Immersion Rollenspiel. Fallout wird auch auslaufen, weil da bin ich ein bisschen frustriert gewesen von Horizon. Wer die Serie schaut, wird es in der letzten Folge, die ich dann sende, sehen. Denn, also, die Radioaktivität, die ist so schnell, so hoch. Und ich finde einfach keinerlei. Dann jetzt. Immer geradeaus. Ja, was heißt hier geradeaus? Und ich finde einfach kein Red Away, ne? Biege nach rechts ab. Danke. Das ist doch schon eine andere Aussage. Ja, ich finde einfach kein Red Away. Und mit unserem Red aus können wir da nicht viel machen. Da bin ich zweimal in einen Red Storm reingekommen. Oder gerade dreimal. Und ja, das hat mich dann echt in die Knie gezwungen. Müssen wir dann bei der nächsten Staffel mal schauen, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Demnächst links abbiegen. Echt? Wo? Moment. Das ist doch wieder ein Kreisel, biege oder? Nach links ab. Was ist denn das hier? Moment, wir müssen langsamer fahren. Was ist denn das hier? So was habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Haben wir tatsächlich einen russischen Radiosender drauf? Also, solange wir hier in Russland sind, können wir ja einen russischen drauf machen. Und wenn wir dann, oder vielleicht noch in Weißrussland und so, und wenn wir dann nach Polen kommen, machen wir einen polnischen drauf, ne? Wenn ich dran denke. Und ja, dann können wir nur Daumen drücken, dass uns die GEMA keinen Strich durch die Rechnung macht. Obwohl es natürlich Quatsch ist, ne? Weil ich mache das ja nicht zu kommerziellen Zwecken hier. Ne? Das ist ja einfach nur, wie wenn ihr jetzt russisches Radio hören würdet. Ne? Das könnt ihr ja auch kostenfrei hören. Wie ich auch jetzt hier. Immer geradeaus. Warte mal. Immer noch? Ja. Hier wieder raus, ne? Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. So machen wir die ganze Zeit schon solche Kreise.
Und ich habe es nur nicht mitbekommen, weil wir... Das war echt, also die... Das war echt nochmal eine richtig krasse Fahrt zum Schluss, sag ich euch. Weil ich bin ein paar Mal weggedöst und trotzdem ziemlich gut gefangen. Also anders als jetzt am Anfang der Folge, ne? Deswegen ist es echt schade, dass ihr das nicht gesehen habt. Weil es war irgendwie, war ganz cool, ne? Dass ich den LKW auf der Straße gehalten habe, obwohl wir richtig weggedöst sind. Ja, zurzeit sieht es wieder stark nach Lockdown aus. Ne? Das ist ja das neue geflügelte Wort. Und ja. Jetzt haben die auch die Restaurants wieder zugemacht und Hotels und. Ne? Jetzt müssen wir halt mal schauen, ne? Wie es weitergeht. Als nächstes werden, also so meine starke Meinung, werden die Schulen wieder zumachen. Und dann sind die Eltern komplett am Limit. Sag ich euch. Ist jetzt schon, ich finde jetzt schon, ist teilweise eine ganz, ganz, weiß nicht, eine ganz blöde Stimmung bei den Menschen. So ganz schnell auch schlägt es ins Aggressive um oder ins, ja, ich sag mal, ins Genervte. Ne? Und ja, es ist zurzeit echt eine bisschen eine blöde Situation. Also, meines Erachtens, was war das für ein Schild? Ich hab's nicht gesehen, rechts von mir. Wir bleiben mal hier dahinter. Ja, was wollte ich sagen? Eine blöde Situation, ne? Man merkt es halt, dass alle ein bisschen genervt sind. Ja, ich habe mir schon, also wenn sich jemand gedacht hat, dass es jetzt ganz schnell vorbei ist, ne, dass wieder Normalität einkehrt, also ich und so mein Kumpel, wenn wir uns unterhalten haben, also wir waren nicht der Meinung, ne, eher das Gegenteil, ne? Und in der Zeit mussten sich ja, oder hätten sich die Politiker was überlegen sollen. Und ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Werden es bald sehen. Geradeaus. Was sie machen, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt. Also muss ja jetzt irgendeinen Plan geben dafür. Ne? Man kann ja nicht einfach dort sitzen und schauen, jo, warten wir mal, bis das nächste kommt, dann überlegen wir uns wieder was. Das war ja vorauszusehen. Ne? Das war ja nun vorauszusehen. Und wie gesagt, nochmal eine Wirtschafts-, also dass nochmal alles schließt und dass die Betriebe dicht machen und alles, das kann sich niemand mehr leisten. Wird Staatshilfe hin, Staatshilfe her, ne? Wo sollen die Gelder noch kommen? Wenn man bedenkt, wie viel, also wenn man die Billionen sieht, die jetzt hier reingeflossen sind, wo soll die herkommen? Also, das ist ja eine Luftblase. Das ist ja eine riesengroße Luftblase. Denn es wird ja Geld gedruckt zur Zeit. Ne? Und irgendwann schlägt sich das nieder. Ne? Das ist ähnlich dann wie in der Weimarer Republik. Ne? Auch eine riesen Wirtschaftskrise. Dann wird USA wird als erstes niedergehen. Und das wird die anderen mitreißen. Ne? Halt! Nein! Ah, jetzt bin ich tatsächlich an meiner Maus rang. Ich musste mich jetzt kratzen, ne? Am Hals. Werdet es kaum glauben, aber sowas. Ah, das hätten wir vermeiden können, ich weiß. Aber soll sich halt nicht kratzen. Ich sollte die Maus echt
Die sollte hier wegliegen, ganz weit. Zustand LKW. Ach man, ich habe gedacht, ich habe nicht gedacht, dass wir ohne Crash durchkommen. Aber nicht so was Blödes, wisst ihr? Das ist ja echt was Blödes. Oh mein. Ausblenden. Das ist ja fast traurig. Na gut. Wo waren wir stehen? Achso, ja, genau. Also, dass die Wirtschaft das nicht verkraftet und das, was dann von den USA rüberschwappt, insgesamt auf die Weltwirtschaft, das wird verheerend sein. Ne? Und wenn wir dann noch so jemanden... Wenn man dann noch so jemanden dran hat, der sich so super... Der so super volkswirtschaftlich denkt, wie unser Trump, der eigentlich nur den eigenen Nutzen im Hinterkopf hat, und das ist ein Fakt. Ne? Und ich verstehe niemanden, der das nicht sieht. Ne? Dass der Mensch wirklich ein... Also, ich meine, der Mensch an sich ist ja schon ein Homo economicus. Ne? Und hat immer den eigenen... Also, auch ich will mich ja davon nicht freisprechen, aber... Der hat komplett den Eigennutz in sich. In der Eigendarstellung und in dem, wie er agiert. Und dann kann er noch so viel sagen, dass er für das Land ist und für seine Menschen. Nee, das ist ein ganz machthungriger, skrupelloser. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist noch ein dummer Mensch, ne, denke ich. Also. Also. Dumm halt in einer gewissen Weise. Ne, sag ich jetzt einfach mal so. Ich will mich auch nicht als äußerst intelligent bezeichnen, ne? Also auch in mir steckt viel Dummheit, aber das ist was ein Land und was eine Zusammenarbeit fast unmöglich macht bei dem. Bin mal gespannt, wie es dann nach den Wahlen aussieht, weil ich weiß nicht, es muss doch mal jemand rankommen, der zumindest, was weiß ich, 30 bis 40 Jahre alt ist und in der Blüte seines Lebens steht, oder? Der auch ein gewisses Empfinden hat, eine gewisse Kompetenz. Muss doch so jemanden in den USA geben, oder? Ich meine, okay. Wenn man Deutschland anschaut, sieht nicht viel besser aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das rausgeschnitten, ob das in der letzten Folge drin war, als ich euch erzählt habe, dass ich eine Partei gründen will. Nee, also so fiktiv jetzt. Ne? Und was in der in dem Programm der Partei dann steht. Ne? Aber ich glaube, das war genau die letzte Folge, wo ich euch das gesagt habe. Bin mir nicht sicher. Wenn ja, jemand von den zwei Zuschauern, die dieses Video sehen, na, und ihr seht es ja nicht, der könnte mir mal sagen, ob er... Obwohl, die meisten, die schauen sich ja das nicht komplett an. Ne? Die schauen ja, wenn sie es anschauen, schauen sie vielleicht von den, ja, wenn jetzt hier 5 Folgen kommen oder 6, ne, dann schauen die sich vielleicht 2 Folgen an, wenn es hochkommt. Ne? Ich schaue immer gern Clumsy ein bisschen an. Der hat... Ich finde, der ist sehr beruhigend in seiner Stimmung. Und der hat jetzt den Microsoft Flight Simulator. Hat der... Aber da traue ich mich nicht dran. Ich habe ihn auf der Wunschliste, aber das ist so komplex, das Ding. Ne?
Ich meine, man kann bestimmt ganz viel einstellen, also automatisieren, aber dann brauche ich auch den Simulator nicht mehr zu spielen, wisst ihr. Im 12. Gang sind wir hier. Hier kommen wir nicht vorbei, oder? Nein, hier kommen wir nicht vorbei. Okay. 7-Up, sag ich nur. 7-Up. Sag mal, was macht denn hier? Und da sieht man wieder, ne? Wenn man die ganzen Lieder sich anhört. Und da frage ich mich wirklich manchmal. Und das hört man sich dann den ganzen Tag an. Ne? Ich höre meinen ganzen Tag, habe ich meinen Kopfhörer dann auf, ne? Und mache da so Motherfucker und Back und Dack und Zack. Und alles ist scheiße und blöd und Mist und Danke und Scheiße und Dreck und Mist und Scheiße und Dreck und Scheiße. Wisst ihr? Und das singen sie dann in einer Tour. Ich meine, okay, die meisten Jugendlichen werden das Englisch nicht verstehen, aber. Aber Motherfuck versteht man halt, ne? Also die wichtigen Worte versteht man halt. Die wichtigsten Worte dieser Lieder, die versteht man eben. Und dann wundert man sich, ne? Über einiges. Also, ja. Ja, jedenfalls hatte ich da in einem Programmpunkt von meiner Partei da, ne, die ich dann gründen würde, hätte ich dann, dass es nur eine, also nicht 5-Tage-Woche gibt, sondern 4-Tage-Woche. Weil ich wirklich finde, dass das effektiver ist und dass der Mensch sich mit der 5-Tage-Woche selbst ins Bein schneidet. Und die Erholungsphase einfach so kurz ist, dass mit dem Pensum, was jemand zu machen hat, der total wirr wird und schlechte Qualität abliefert. In jeder Beziehung. Ob das nun in der Industrie ist oder ob das im, was weiß ich, im Arztberuf ist oder im Richterberuf oder Staatsanwalt oder Lehrer oder Polizei. Also ich denke, dass mit 3 Tagen, die man frei hat und dafür dann, was weiß ich, 10 Stunden am Tag arbeiten, den Rest der Zeit eventuell noch. Denke ich, 2, 4, 6, 8, ja, wird passen, ne? Genau. 10 Stunden am Tag arbeiten und das wäre effektiver. Es wäre wirklich effektiver. Du hättest zumindest einen Tag Erholungsphase. Weil die anderen 2 Tage kannst du nicht rechnen, ne? Weil ja das, du, man hat ja immer, das ist was Psychologisches, ne? Den einen Tag, den Sonntag, den kann man schon nicht mehr zählen, weil man da schon wieder so ein Mist, ne? Ich muss. Und den anderen Tag, den Samstag, den brauchst du ja, um dich von deiner Arbeit zu erholen, ne? Und deswegen hättest du dann noch einen so einen richtigen Tag dazwischen, so einen Erholungstag, weißt du? Wo man vielleicht auch mal gar nichts macht. Die anderen Tage hat man ja eh immer was zu tun, ne? Man hat ja immer was zu tun eigentlich, aber dass man mal einen Tag so für sich nimmt oder die Familie oder whatever. Mal abgesehen vom Urlaub jetzt. Man braucht einen Tag die Woche, wo man das machen kann. Ne, wir nehmen die nächste Tankstelle. Obwohl. Ne, wir nehmen die. Ist in Ordnung. Mach mal voll. Hä? Mach voll. Mach doch nicht voll. Warum mach ich nicht voll? Ah, jetzt mach ich voll. So, wie viel
Das letzte Mal war es, glaube ich, 0,55, ne? Also hier in Kasachstan, das sind es nur 0,44. Nicht schlecht. Wie haben wir das gesagt? Wie war das mit dem Fenster öffnen? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Linkes Fenster öffnen? Nee. Fenster links öffnen? Wie haben wir das gemacht? Weiß ich es nicht. Verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Linkes Fenster öffnen. Boah, die gehen da raus, ne? Also können sie nix. Oder linkes Fenster auf. Nee. Linkes Fenster zu. Zu ging, ne? Linkes Fenster auf. Ah, es geht. Ja, es geht doch. Ein bisschen Luft reinlassen. Wenigstens ein bisschen Luft. Ob ich das gleich laut ist. Ne? Ja, ist bei der Lok übrigens auch so. Also wenn da das Fenster auf ist, ist es richtig schön laut. Linkes Fenster zu. Nice one. So was mag ich. So, 2:42, 2:43, oh, da wird es bald wieder hell. Schön. Auftragsbeschreibung. Auftragsbeschreibung. So, 4 Stunden, ne? Das ist noch ein bisschen hin. Ausblenden. Klappt. Wie viel darf man hier fahren? Ja, schade, das altes. Ist wirklich schade, dass wir gleich... Ich meine, wie gesagt, wir machen noch mehr. Wow! Wow! Wie viel darf man hier wirklich fahren? Das hat uns beinahe... Hat es uns was auch am Zustand jetzt gebracht? Wollen wir schauen. Zustand LKW? Nee. Ausblenden. So, hier haben wir 90. Aber hier ist schon wieder 70. Na ja, gut. Schaut hin, ne? Lass mal ausrollen. Auf 60. Sinkel. Könnte es sein, dass wir hier an der Grenze sind? Sind wir schon wieder an der Grenze? Immer geradeaus. Nee, ne? Das heißt hier immer geradeaus. Oh, es regnet. Nee, wir sind nicht an der Grenze. Oh, wo sind wir? Eine Brücke, ne? Wo steht der? Oh, ich kann es nicht lesen. Warra, blablabla. Keine Ahnung. Bin halt sowieso ein klitzekleines bisschen übermüdet, aber hatte wirklich wahnsinnige Lust drauf. Mal wieder auf eine Fahrt. Biege nach links ab. Aha. Aber schön, ne? So, 70, also können wir erstmal aufs Gas drauf. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch für Programmpunkte hatte. Ich hatte noch ein paar gute. Ich hätte mir sie aufschreiben sollen.
hätte wirklich noch ein paar gute. Echt, wirklich. Außer die 4-Tage-Woche, wie gesagt. Die finde ich gut. Die finde ich gut. Und ich habe noch eins. Irgendwas. Was wichtig ist, vor allen Dingen. Fällt es jetzt nicht ein. Vielleicht fällt es uns... Fällt mir es ein, wenn ich dann mal wieder ein bisschen besser geschlafen habe. Zurzeit ist mein Gehirn ein bisschen weich. Sechs, ganz ehrlich, wie es ist. Nee, wir sind noch lange nicht an der Grenze. Wir sind auch lange gefahren, um ehrlich zu sein. Also, das wird schon... Also, das kann gar nicht sein. Das ist ja schön. Aber wie, ich finde immer wieder schön... Ach, hier ist der Ural. Okay. Den gibt es ja auch als Fluss, ne? Den Ural. Und als Berg doch auch, oder? Ah. Als Berg doch auch, oder? Ich habe mich schon so lange nicht mehr mit Russland beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß. Früher hätte ich es gewusst, hätte ich das alles gewusst. Aber... Oh. Ich glaube, es regnet immer stärker. Wie viel Uhr ist es? 4 Uhr? Ja, jetzt wird es hell, ne? Um 5 Uhr ist es dann eigentlich schon hell hier. Immer geradeaus. Ja, okay. Kein Problem. Aber hier ist ein Stoppschild. Halt mal lieber an. Oder ist wirklich niemand? Das ist schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war ohne. Das war schön. Das war. Gefällt mir. Aber wir sind noch herwärts. Sind wir noch nicht über so einen Stopp. Sind wir nicht über so ein Stoppschild drüber? Also. Wäre mir jetzt nicht kenntlich. Oder sind wir da einen anderen Weg gefahren? Wir sind jetzt in Uralsk. In Uralsk. Ja, wir müssen wirklich nochmal drauf schauen. Was ist hier? Wir müssen wirklich nochmal drauf schauen. So ein bisschen. Ich meine, jetzt fahren wir eh nur sinnfrei. Aber wir müssen auch schauen, dass wir den Liegeplatz demnächst nicht verpassen. Ja, wir müssen wieder links. Demnächst links abbiegen. Hm. Ich glaube, es wird wieder schönes Wetter davon. Schaut hin. Die Wolken gehen weg. Ich glaube, der Regen hat auch ein bisschen nachgelassen. Links abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Der hat aber gar nichts dran gestanden geradeaus. Wo es da hingeht überhaupt? Du bleibst stehen. Boah, wirklich. Der fährt ins Hunden rein, oder? Puh, ich hab gedacht. Jetzt geht's wirklich. Oh! Und das? Das war nicht unsere Schuld, oder? Also ich glaube nicht. Zustand LKW? Oh. Denkt ihr, das hatten wir das letzte Mal auch? Oh Mist. Das ist eh ein Übergang gewesen, sag ich euch. Ahne Schreckliches, mit was wir dann am Ende rauskommen. Aber okay. Die Fahrt, der Weg ist ja das Ziel, ne? Sagen wir es mal so. Ausblenden. Ach, schade. Ah, das ist natürlich, ne? Ausblenden. Das ist natürlich echt schade. Schon wieder 12 und 10. Ist ja wieder genauso. Sind ja wieder 30.000. Ne? Das
sind ja wieder 30.000 weg. Meine Güte. Immer geradeaus. 200.000 ist schon ein Wort, aber... Chef? Die Bürger. Nee, keine Angst, ich will... ich will nicht überholen. Sag nur, ob der Regen... Sag, was hat denn jetzt eigentlich das Schild gesagt? 50? Außenansicht. Ja gut. Oh, schön. Sonne kommt. Immer geradeaus. Ja, nicht anhalten. Oh, Meister. Meister. Das ist ein Auflieger, ne? Aber wir haben schon so viel Schaden. Ja gut, das kann sein, dass wir irgendwo, weil wir so einen riesen Auflieger haben, dass wir da deswegen Schaden irgendwo dran haben. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Schaut hin. Das ist halt auch ein Teil, ne? Das ist halt nicht ohne, ne? Das Ding auf der Straße zu halten? Also ich bewundere ja die LKW-Fahrer, ne? Wie die mit solchen Geschossen. Ich meine, die müssen immer achtsam sein, ne? Also. Die dürfen nie irgendwie... So, wie habe ich denn jetzt gesagt eigentlich? Immer Standard? Geradeaus. Standard? Okay. Jetzt gibt es mal eine echt große Linkskurve. Hier könnten wir noch nicht mal, obwohl es ein Parkplatz ist, könnten wir hier noch nicht mal... Ist kein Liegeplatz mit dabei. Schaut hin. Es ist hier... Also wenn wir hier hingehen würden, wäre kein Liegeplatz dabei. Ach, hier ist die Grenze jetzt aber wirklich, oder? Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Grenze. Zu Kasachstan. Und dann sollten wir... Ja, wir müssen mal schauen... Wenn eine Stunde ist... Jetzt ist die Grenze auf alle Fälle. Es gab ja keine alles klar. Wir könnten natürlich auch... Gab es hier... Warte mal kurz. Ich weiß, ich halte hinten alles auf. Dort drüben. Dann schlafen wir gleich, wenn wir rauskommen. Ich gehe mal gleich hier rüber, wo der eine ist. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Liegeplatz bekommen. So, mal einen Pass rauskramen. Sag mal, wo ist mein Pass? Wo habe ich... Ah, hier. Boah. Alles... Puh. Da kriegt mir jedes Mal einen Schreck, oder? Geht es euch auch so? Ja. Wo ist denn jetzt hier der Liegeplatz? Dort vorne oder gleich hier? Okay. Sag mal... Nee, hier ist doch kein Liegeplatz. Der war schon drüben, ne? Ah. Da müssen wir gleich den nächsten jetzt nehmen. Wenn wir jetzt irgendwo einen Liegeplatz sehen, den müssen wir nehmen. Ja, wir haben wieder das Problem, ne?
Ich hab. Oder kommt er jetzt hier? Liegeplatz. Hier ist nur jetzt die Russische Föderation. Und da haben wir dasselbe Problem wieder vor. Oder können wir, wenn ich jetzt hier rüber fahren würde, haben wir so das Gag. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ah. Hätten wir hier irgendwo jetzt einen Liegeplatz? Oh Gott. Das wird nix, oder? Wir fahren hier, glaube ich, auf bösen Wegen, oder? Wir fahren hier auf bösen Wegen. Oh man. Okay. Ich habe gedacht, wir kommen da zu einem Liegeplatz dabei. Da haben wir einfach die Papiere nicht gezeigt. Okay. Bitte jetzt nicht noch die Schranke runter. Okay. Danke. Der ist gleich vorbei. Ist in Ordnung. Sag ich gar nichts. Nett, ne? So, die nächste, auf alle Fälle, nächster Liegeplatz ist unsere. Ah, nee, halt. Demnächst links abbiegen. Links. Biege nach links ab. Links. Wir gehen gleich rum. Können wir nichts. Gelegenheit beim Shop verpacken, ne? So, jetzt müssen wir schauen, wirklich. Also jetzt müssen wir echt... Jetzt darf man die nächste... Also den nächsten Liegeplatz darf man jetzt echt nicht verpassen. Das wäre fatal. So, bist du auch. Ich glaube, der kommt jetzt eventuell. Ein bisschen Glück, ne? Was ist denn das jetzt hier wieder? Ach, ein Kreisverkehr. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Das heißt dann rechts abbiegen? Jetzt, ne? Biege nach rechts ab. So. Aber... Das russische Radio, muss ich sagen, das hält länger durch wie letztens Star FM, ne? Aha, was? Ja. Hier ist aber noch nichts. Oh, jetzt kommen wir in die Death Metal Phase. Wer jemals in der Death Metal Phase war, wird sich ja mit einer wundervollen Erinnerung dran zurückerinnern. Mit einem wundervollen Gedanken dran zurückerinnern. Die Death Metal Phase. Was machst denn du? Das hatte ich auch schon mal hinter mir. Aber dann sind sie mir komplett reingerauscht. Okay, er hat es versucht, ne? Wojtek kreuzt uns. Immer geradeaus. Also das mit den Ruhezeiten und so haben wir noch nichts da drin, ne? Da müssen wir noch üben. Also das müssen wir echt noch üben, obwohl ich jetzt schon so lange den Truck fahre, ne? Den Euro-Truck und den American-Truck. Habe ich das mit den Ruhezeiten? Obwohl, die letzten, die gingen ja super, ne? Also so, bevor wir jetzt wieder hier anfangen.
Also wir haben auf alle Fälle... Wir müssen betten hier. Ja. Ich weiß ja. Wir müssen jetzt betten kommen. Normalerweise. So, wir schauen mal. Wo? Irgendwie ist mir... Ist mir das zu... So ist besser, glaube ich. Warte mal. Wir biegen hier mal kurz links ab. Neu berechnen. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Bett ist. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ah. Machen Sie eine Kehrtwende. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ich will keine Kehrtwende machen. Ich will... Neu berechnen. Ach so! Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Ich bin eins zu früh rein. Warte mal, kann man sich vielleicht hier auch hinstellen? Warte mal, hier vielleicht? Gute Neuberechnen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hm. Hier geht's nicht. Machen Sie eine Kehrtwende. Hm. Okay, lass uns eine neue Route finden. Route neu berechnen. Wir schauen mal kurz auf die Karte direkt. Aber hier, das sieht doch aus wie ein Bett, oder? Das ist ein Bett. Wir schauen mal, ob wir vielleicht doch eins finden. Obwohl da drinnen umzuwenden ist. Ah, schönes. Entschuldigung, Meister. Ich bin total übermüdet. Kann ich hier bei dir übernachten? Neu berechnen. Wir können uns hier eine Garage kaufen. Ah. Für 180.000. Ja, das machen wir tatsächlich. Mitten in Russland haben wir jetzt eine Garage. Ich bin nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Vor allen Dingen an einer absolut ganz verrückten Stelle. Warte mal, jetzt müssen wir das Ding da hinten mal abhängen. Kurz. Lass uns loslegen. So. Ja, wisst ihr, wenn man keinen Stellplatz hat, dann kauft man sich halt in Russland eine Garage für 180.000. Ist ja nicht so, ne? Dass wir es nicht hätten. Fenster rechts auf. Nee, rechtes Fenster auf. Rechtes Fenster auf. Linkes Fenster auf. Ich glaube, irgendwie falsch, ne? Fenster links auf. Linkes Fenster auf. Das muss ich nochmal schauen, ne? Da habe ich irgendwie... Das passt noch nicht so richtig. Okay, also ich schlafe jetzt. Wir sehen uns dann wieder.